stillgestanden, Herrschaften, und willkommen zu der Hauptmann von Köpenick von Karl Zuckmeier. Es geht bei der Tragikomödie aus dem Jahr 1931 um preußischen Untertanengeist und Militarismus. Mit dabei sind Wilhelm Vogt, gelernter Schuster, der leider schon früh im Leben mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Zu Anfang des Stückes kommt er gerade aus dem Knast in Plötzensee. Seine Schwester Marie Hopprecht hat abends einen Seifenladen und betens einen Ehemann namens Friedrich Hopprecht, der erstens Beamter und zweitens Reservist ist, wie jeder anständige Bürger. Obermüller ist zunächst Beamter, später Bürgermeister von Köpenick und das hier ist seine Frau. Dann gibt es den Uniformschneider Adolf Wormser. Damals mussten oder durften die Offiziere sich ihre Uniformen selbst beim Schneider machen lassen, der den buckligen Zuschneider Wapschke beschäftigt. Einer seiner besten Kunden ist der Hauptmann von Schletto, so sieht er in Zivil aus. Zuckmeiers Stück beruht auf wahren Begebenheiten aus dem Jahr 1906, die, so der Autor, nur den Anlass bieten, während er Figuren und Geschichte frei ausgestaltet habe. Zum Stückbeginn befinden wir uns in Berlin um 1900 und zwar im Uniformladen von Wormser, wo gerade der Hauptmann von Schletto eine neue Uniform anprobiert und so, da stimmt irgendwas nicht. Vielleicht stimmt da was mit ihren Gefühlen nicht. Nee, die Gesäßknöpfe sind so nah beieinander. Oh, Mist, nach einem halben Zentimeter, Vorschrift ist Vorschrift, Montag ist es fertig. Da guckt der Vogt von hinten rein und sagt, Entschuldigung, raus hier, Penner nicht erwünscht. Denn er sieht wirklich ein bisschen wie ein Penner aus. Nachdem er noch nicht mal um Arbeit fragen durfte, deswegen war er da, geht er zur Polizei, wo er was zu erledigen hat. Entschuldigen Sie, ich bräuchte eine Aufenthaltsgenehmigung. Wo kommen Sie näher? Aus der Plötze. Haben Sie eine Arbeit? Nee, die kriege ich ja nur mit Aufenthaltsgenehmigung. Na, kommen Sie mal wieder, wenn Sie Arbeit haben. Nee, das ist nur ein Karussell. Dann will ich einen Pass, dass ich wieder nach Böhmen kann. Für Pässe sind wir nicht zuständig. Dann schicken Sie mir doch gleich wieder in die Plötze. Na, nur nicht frech werden. Dann trifft er sich im Café National, mit seinem Freund Kalle, den er aus dem Gefängnis kennt. Und sie trinken einen zusammen und der Kalle so, du, lass uns ein Ding drehen. Nee, ich wäre jetzt anständig. Ich gehe in die Industrie arbeiten. Da kommt die Pleurösenmiete herein. Eine kleine Unternehmerin im Bereich Körperdienstleistungen. Im Café befindet sich auch noch etwas bessere Kundschaft, nämlich Just Hauptmann von Schletto mit seinem Freund, dem Dr. Jelinek. Der kennt sie und sagt, hallo Mieze. Und die so, hallo. Hey, das ist doch unanständig, schicken Sie, hier ist besetzt. Dann geht sie zu den Proletariern wieder und Kalle so, hallo Süße, wie wär's denn mit uns dreien? Und sie sind noch am Verhandeln, da kommt ein besoffener Grenadier rein und sagt, Schnaps her, hallo Mieze, und toucht sie an und der so, Finger weg von der. Und den Schletto hält's auch nicht auf den Sitz und sagt, Sie sind doch Soldat, was haben Sie hier zu suchen? Sie haben mir ja nichts zu befehlen. Und ob, ich bin Hauptmann, nix biste, zivil biste. Da kommt die Polizei und nimmt die beiden Streithähne, die sich auch schon gekloppt haben, fest. Vogt versucht jetzt, Arbeit in einer Fabrik zu bekommen, kriegt sie aber nicht, weil er keine Meldepapiere hat. Und mit von Schletto geht es auch bergab. Dem will nämlich gerade der bucklige Wapschke seine neue Uniform bringen. Sagt, hier ist Ihre neue Uniform, nehmen Sie sie mit in Kommission, ich musste meinen Abschied einreichen wegen dem Skandal. Dem Vogt geht jetzt langsam das Geld aus, er muss in einer Obdachlosenherberge übernachten und sagt zu seinem Kumpel Kalle, pass auf, ich habe eine Idee, wir brechen in das Polizeirevier in Potsdam ein, da klaue ich mir einen Pass. Haben die denn auch eine Kasse? Keine Ahnung. Natürlich haben sie eine Kasse. So machen sie es, werden dabei aber geschnappt. Wormser gelingt es relativ schnell, die in Kommission genommene Uniform an den Mann zu bringen. Herr Obermüller, darf man gratulieren? Jawohl, Leutnant der Reserve. Na, beim Gefreiten beginnt der Darwinismus, aber der Mensch fängt erst beim Leutnant an. Nehmen Sie die hier, das ist zwar Hauptmann, aber das ist ganz schnell geändert. Moin, abzuholen. Super, ist auch ein bisschen billiger, ne? Geht raus und er so, was heutzutage alles Leutnant wird. Es vergehen 10 Jahre, die Vogt im Zuchthaus in Sonnenburg verbringt, wo er so richtig was fürs Leben lernt, vor allem vom Gefängnisdirektor, nämlich so. Männer, heute ist Seelentag, Gedenktag an die glorreiche Schlacht 1870, als wir den Franzmann aber mal so richtig vertrimmt haben. Ich hatte das große Glück, dabei sein zu dürfen, aber ihr sollt auch nicht sterben. Und deshalb machen wir jetzt, wie jedes Jahr, ein Live-Rollenspiel, die Eroberung der Anhöhe 101. Hier, Vogt. Jawohl, Sie sind ja hervorragend vertraut mit den dienstlichen Vorschriften und überhaupt im Manöver toll. Sie führen die Sturmregimenter. Und ihr so, angetreten, stillgestanden, Essen fassen, Angriff. Und der Gefängnisdirektor ist so glücklich wie Horst Seehofer mit seiner Modelleisenbahn. Als Vogt dann draußen ist, traut er sich zum ersten Mal seit vielen Jahren zu seiner Schwester und deren Mann. Und die sind echt nett zu ihm, muss man sagen. Wilhelm, du bleibst erstmal bei uns. Und er so, nee, doch, ich muss morgen ins Manöver. Du hilfst der Marie ein bisschen im Laden und passt auf. Ich wäre übrigens Vizefeldwebel, aber der Mariechen weiß noch nichts davon. Er verrat ihr nichts. Und die so, der wird morgen Vizefeldwebel, aber verrat ihm nicht, dass ich's weiß. Und er so, nö.
Dann beschäftigt er sich mit der unendlichen Geschichte namens Aufenthaltsgenehmigung, geht also wieder zur Polizei. Entschuldigen Sie, ich brauche eine Aufenthaltsgenehmigung, wir machen jetzt zu. Ja, aber ich brauche doch eine, ich werde doch abgeschoben. Und der Polizist schikaniert alle Wartenden. Da kommt ein Offizier und sagt, Einquartierung, oh, Manöver geht vor, wir haben geschlossen. Und er so, nein. Noch darf Vogt bei seiner Schwester wohnen, die auch eine Untermieterin namens Lieskin angenommen hat. Das ist ein junges Mädchen, das leider sehr schwer krank ist. Wahrscheinlich hat sie Tuberkulose. Und der Vogt hat sie sehr ins Herz geschlossen. Hörste Hofsänger, die kommen viel rum. Ich bin ja auch viel rumgekommen. Einmal sogar übers Riesengebirge. Da oben ist so schön über die Wolken, da scheint immer die Sonne. Wieso ist denn da oben immer so schön und hier ja nicht so? Ich lese dir was vor. Ding dong. Amtliches Schreiben. Nein, ich bin ausgewiesen. Und nachdem die Tochter von dem Uniformschneider Wormser die alte Hauptmannsuniform nochmal zum Männeraufreißen getragen hat, wandert sie zu einem Second-Hand-Laden. Dann ist das Manöver zu Ende und Hopprecht kommt nach Hause. Und seine Frau, Friedrich, du bist ja nicht befördert, was ist denn da los? Sparmaßnahmen. Ja, aber du warst doch dran. Der Lieskern ist tot, Wilhelm ist gerade auf der Beerdigung. Der Wilhelm nach Hause und sagt, Friedrich, du bist ja nicht befördert, du warst doch dran. Sparmaßnahmen. Ich hab halt Pech gehabt. Tja, ich auch. Ausweisung. Ja, aber hast du denn keine Einreichung gemacht? Doch, abgelehnt. Den musst du das tragen wie ein Mann. Das ist doch nicht richtig. Hier, was ist denn ein Einsjahr verglichen mit große Janze? Wo willst du denn hin? Mach keine Dummheiten. Nee, ich wär langsam helle. Weil wenn ich jetzt nicht mal langsam was mache, dann wird das im Himmel auch nichts mit der Aufenthaltsgenehmigung. Dann geht Vogt in einen Kramladen, wo er die Uniform kauft, die von Wormser hier gelandet ist. Just die Uniform kauft er natürlich. Dann geht er zu einem Bahnhofsklo und zieht sich um und fährt mit der Stadtbahn nach Köpenick raus. Mit der natürlichen Autorität eines preußischen Offiziers unterstellt er sich eine Patrouille, die ihm zufällig über den Weg läuft, und macht sich auf den Weg zum Rathaus in Köpenick. Alle Ausgänge besetzen, hier kommt keiner raus und rein. So, Sie sind der Bürgermeister von Köpenick? Jawohl. Sie sind verhaftet, auf allerhöchsten Befehl. Was? Wieso? Keine Ahnung, ich befolge nur meinen Befehl. Haben Sie nicht gedient? Ja, natürlich, doch. Also, Stadtkämmerer, Kassenabschluss machen. Und die Männer sind alle voll ehrfürchtig, aber Frau Obermüller, die natürlich nicht gedient hat, will telefonieren, um sich das bestätigen zu lassen. Nee, kann das nicht leiden. Ist ja gut. So, wo ist denn hier die Passabteilung? Wir haben keine Passabteilung, wir sind ja keine Kreisstadt. Oh. Dann fahren Sie jetzt nach Berlin zur neuen Wache und geben mir Ehrenwort, dass Sie nicht ausbüchsen. Jawohl. Kommt der Stadtkämmerer und sagt, bitteschön, Kassenabschluss, die Stadtkasse, 4.042 Mark 50 Pfennig. Hier steht 90 Pfennige. Ja, wir können uns das auch nicht erklären. Schlamperei. Na, ich will mal nicht so sein. Aktion Köpenick beendet. Und er nimmt die Stadtkasse an sich und entkommt. Zieht sich natürlich wieder um, übernachtet in der Kneipe und das ganze Reich ist fasziniert von der Köpenickiade und wenige Tage später in einem Berliner Polizeirevier. Wir haben ihn geschnappt, Nene. Wirklich? Doch, er hat sich gestellt, er will nur einen Pass haben. Und da steht er auch schon, der Vogt. Und die Beamten sind total freundlich zu ihm und lassen ihn erzählen, wie er das angestellt hat. Sie halten ihn für verrückt. In den Knast kommt er natürlich trotzdem, aber unter anderem, weil der Kaiser die Sache für erheiternd hält, wird er so eine Art Volksheld. Hat dieses deutsche Märchen jetzt irgendeine Moral, die uns heute auch noch interessieren könnte? Na, vielleicht folgende. Nationalismus und Militarismus haben so viel mit Fasching zu tun, dass ein weiterer Clown gar nicht auffällt. Und noch was. Wenn der Staat Leuten systematisch die Chancen nimmt, dann werden sie radikal, darauf können wir uns verlassen. Und man kann echt von Glück sagen, dass Wilhelm Vogt ein sanftmütiger Mensch war. Und das, liebe Gemeinde, war der Hauptmann von Köpenick von Karl Zuckmayer. Vielen Dank.